Leute, was geht ab? Jetzt kommen wir erstmal zum Frühstück. Ich habe gerade ein richtig gutes Workout getan. Ich bin richtig stolz auf mich. Zum Frühstück gibt es jetzt, oder zum Mittagessen besser gesagt, wir haben 14 Uhr, gibt es einmal Butter als Öl mit Halloumi. Da habe ich 150 Gramm davon abgeschnitten. Habe einfach diesen Halloumi vom Aldi genommen und ein geiles Rumsteak. So, der Herd ist gerade am Vorheizen. Pfanne ist gleich warm und ja, dann sehen wir uns gleich. So Leute, ihr seht es vielleicht schon, Abendessen ist fertig. Ich habe mir hier ein Omelette gemacht. Das Omelette ist total auseinandergefallen. Spiegelei habe ich gestern super hingekriegt, dass sie nicht an der Pfanne kleben. Omelette habe ich schon nicht so hingekriegt, aber es ist essbar. Ich habe hier 4 Eier gemacht mit 15 Gramm Butter und da habe ich dann eine halbe Dose Thunfisch reingemacht. Und die andere Hälfte des Thunfischs habe ich hier reingemacht. Das ist Skier mit Knoblauchgewürz und Paprikagewürz und ich habe da auch noch ein bisschen Sesam dran gemacht, den Sesam habe ich gemahlen und ja, das Ganze, das tue ich hier an den Rand und esse es dann mit dem Ei dazu und es schmeckt super, super gut, das ist quasi wie Ei mit Tzatziki, super, super lecker, gute Mischung, hört sich vielleicht komisch an, aber schmeckt sehr gut, könnt ihr mir vertrauen und hier habt ihr nochmal die Makros von diesem Essen, super einfaches Essen, hat nur 5 Minuten gedauert und ja, so bin ich heute trotz weniger Kalorien wieder auf meine 210 Gramm Proteine gekommen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr seid bei meinen nächsten Ernährungstipps morgen wieder dabei. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Hi, tschüss.